So, nach einer kleinen Ruhepause kommt mal wieder ein Video von draußen. Das letzte Mal, als ich ein Video draußen gemacht habe, habe ich über die Führung des Kanals gesprochen und über die Reise oder die Wandertour in Anführungszeichen bei der Bopperdahamm am 23.12. Dann habe ich noch ein Video zum Bundesligaspiel Mainz 05 gegen Paderborn gemacht. Das war mein erstes Bundesligaspiel live im Stadion. War wirklich sehr toll. Aber ja, jetzt ist halt irgendwie, oder halt nicht irgendwie, sondern überall ist irgendwas mit dem Coronavirus, immer an jeder Ecke. Und ja, es sind jetzt auch zumindest bei uns jetzt 3 Spieltage auch in der Kreisliga abgesagt worden. Und ja, ich habe mich wirklich auch gefreut, mal wieder in der Liga ein Heimspiel zu sehen. Ja, die Liga ging wieder los. Das war ein Auswärtsspiel für uns Werther in Niederfell bei Moseltalei, haben wir 0-2 verloren. Und ja, jetzt sind wir von Platz 2 auf Platz 4 abgerutscht. Aber dafür hat Holkanshausen noch mal wieder verloren. Geil. So, und ja. Ja. Halt, ich habe mich seit November, seit dem letzten Heimspiel, was wir hatten, gegen Fallender, seitdem habe ich mich auch wieder auf ein Heimspiel in der Liga auch wieder gefreut. Dann saß ich im Bus, habe auf fußball.de geguckt und es waren zumindest zu diesem Zeitpunkt 2 Ligaspiele abgesagt worden. Das Heimspiel letztes Wochenende gegen Kettig und das Auswärtsspiel. Und ein Auswärtsspiel gegen Weitersburg in Weitersburg. Und dann wurde halt das Auswärtsspiel, nee, das Heimspiel, meine ich, am 29.03. gegen Bendorf. Das wurde auch abgesagt. Also jetzt insgesamt 3 Spieltage, die abgesagt sind. Das ist ja auch sozusagen eine Vorsichtsmaßnahme, damit man sich nicht weiter infiziert. Es wurde halt auch gesagt, ja, es werden Sachen abgesagt ab 1000 Zuschauern. Deswegen ist, ja, ich habe mich im ersten Moment natürlich auch ein bisschen geärgert, weil so ein Kreisligaspiel ist nur, finde ich, in den wenigsten Fällen mit 1000 Zuschauern und mehr. Aber trotzdem muss man verstehen, dass es halt auch eine Vorsichtsmaßnahme ist, wenn diese Spiele abgesagt werden. Weil trotzdem ist ja so ein Risiko vorhanden. Und ja, vor allem, ich finde das ja auch ein bisschen blöd für mich halt, weil manche Auswärtsspiele oder Orte, wo wir die Auswärtsspiele halt haben, sind halt etwas weiter weg. Und ich bin halt noch nicht im Besitz eines Führerscheins. Deswegen müsste ich halt noch meine Eltern fragen, ob die mich irgendwie wohin fahren. Und ja, ich denke mal nicht, dass die jetzt immer Bock drauf hätten. Deswegen schaue ich nur Heimspiele. Dann bist ja nur ein Auswärtsspiel, aber. Darüber rede ich jetzt mal nicht, über das Auswärtsspiel. Aber naja, weil das Niederwerth liegt natürlich in näherer Umgebung. Deswegen ist es auch kein Problem für mich, diese Spiele zu gucken. Und ja, wenn ich halt einen Führerschein habe, dann werde ich halt auch mehr Auswärtsspiele gucken können, wahrscheinlich. Aber um wieder auf den Punkt zu kommen, ja. Da ich halt nur Heimspiele gucke, ist es jetzt halt so, da wir in der Hinrunde 4 Heimspiele in Folge hatten, was eigentlich glaube ich nur 3 waren, weil wegen Regenschauern das Horchheim-Spiel verlegt wurde. Ich glaube, wir hatten sozusagen dann nur 3 Spiele, 3 Heimspiele in Folge und haben jetzt da natürlich 4 Heimspiele, und haben jetzt 4 Auswärtsspiele hintereinander. So. An dieser Stelle möchte ich mich für meine paar Versprecher schon mal entschuldigen und für alle, die noch kommen sollten. Ich gehe hier so ein bisschen unvorbereitet in dieses Video. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ja, es ist dann halt blöd, weil wenn wir jetzt 4 Heimspiele hintereinander hatten in der Hinrunde, ist es dann natürlich blöd, wenn man 4 Stück in der, wenn man 4 Auswärtsspiele in der Rückrunde hat. Was es für mich schlimm macht, weil ich habe dann bis Mai kein Niederwertspiel, was ich sozusagen mehr gucken kann. Aber es besteht jetzt zumindest die Möglichkeit, dass ich ein Auswärtsspiel bei Anadolu Spor Koblenz gucken gehen kann.
Das liegt ja in Koblenz-Lützel, zumindest ist der Platz, wo die spielen. Das liegt ja in Koblenz-Lützel. Und das liegt ja, wie gesagt, halt in unmittelbarer Nähe. Und da ist natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass ich dieses Spiel auch gucken kann. Also es ist zwar nicht garantiert, dass ich dieses Spiel gucke, aber ich hoffe es natürlich mal, weil dann wäre es natürlich auch gut, wenn dann auch wieder ein Video kommt. Und naja, ja, in wenigen Ländern wird eigentlich noch wirklich richtig Fußball gespielt, unabhängig jetzt vom Coronavirus. Aus dem Kopf weiß ich jetzt, dass in Australien und Russland noch gespielt wird. In Australien wurden zwar, glaube ich, auch ein paar Spiele vereinzelt abgesagt bzw. verschoben, aber in Russland finden noch Festspiele statt. Ich glaube, auch in der Türkei finden noch Spiele statt. Und glaube ich, in ein, zwei Ländern wahrscheinlich auch noch, aber die weiß ich gerade leider nicht aus dem Kopf. Und naja, ich hoffe halt nur, dass das Ganze hier mit dem Coronavirus bald vorbei ist, dass man irgendwas dagegen machen kann. Weil, naja, selbst wenn jetzt Fußballspiele stattfinden würden, weiter ganz regulär, würdet ihr diese Spiele als Geisterspiele verfolgen wollen, wenn ihr auf Sky oder The Zone Fußballspiele euch anguckt und das einfach nur Geisterspiele sind? Ich glaube, so macht Fußballgucken vorm Fernseher einfach keinen Spaß. Und deswegen, ich hoffe halt, dass das so schnell wie möglich halt vorbei ist und dass es bald wieder Spiele mit voller Kapelle halt gibt, die man sich auch anschauen kann. Deswegen, ich hatte halt erst so im Kopf gehabt, bezogen auf Spiele oder Sachen mit 1000 Zuschauern oder mehr werden abgesagt. Da hatte ich halt mir vorher so gedacht, ja, okay, Kreisligaspiele werden davon wohl jetzt nicht groß betroffen sein. Weil, ja, weil bei Kreisligaspielen, zumindest bei uns natürlich, sind jetzt natürlich keine 1000 Zuschauer da. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, Kreisligaspiele, geil, keine 1000 Zuschauer da, geil, kann man sich weiter angucken, aber nix da. Ich habe mich im ersten Moment klar geärgert, aber im nächsten Moment konnte ich es dann schon verstehen. Es ist halt eine Vorsichtsmaßnahme, man will den Ausbruch oder einen größeren Ausbruch des Viruses auch verhindern. Und deswegen muss man das auch verstehen. Auch das Länderspiel Deutschland gegen Italien in Nürnberg soll ein Geisterspiel werden. Naja, verurteilt mich gern für diese Aussage, aber mich interessiert die deutsche Nationalmannschaft eher weniger seit der Weltmeisterschaft in Russland. Naja. Deswegen, weil besonders seitdem ich ja jetzt Niederwert gucke, bin ich ja begeisterter Niederwärter. Und mich kümmert die deutsche Nationalmannschaft kein Stück mehr. Und ja. Naja, ich habe mal sogar aus Spaß gesagt, wenn man die Mannschaft des SV Niederwerth bei der Europameisterschaft auflaufen lassen würde, hätten wir, finde ich, viel mehr Chance, da zu gewinnen. Klar, Deutschland hat einen Reus, klar, die haben einen Gnabry, klar, die haben einen Sané. Klar, die haben Goretzka oder so, aber naja, ich fand, es gab trotzdem ein paar Spiele, wo Deutschland trotzdem irgendwie gestrauchelt hat. Gegen die Niederlande gab es die 2:4 Niederlage. Dann muss ich beim 3:2 Sieg der deutschen Nationalmannschaft auch mal was bemängeln. Deutschland hat erst in der letzten Minute durch Nico Schulz gewonnen. Hat zwischendurch eine 2:0-Führung verspielt. Dann hat man in der Nations League auch eine 2:0-Führung verspielt und hat 0:3 verloren. Klar, die Niederlande hat seit der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft, die man verspielt hat, hat man sich klar von den Leistungen her natürlich gesteigert. Man hat sich souverän
für die Europameisterschaft qualifiziert, hat die Deutschen auch natürlich besiegt, die natürlich eigentlich trotzdem eine gute Truppe haben. Aber tja, also tja, ich habe mir halt trotzdem ein paar Länderspiele auch weiter angeguckt. Gegen Argentinien. Mit 2-0-Führung auch verspielt. Also wirklich, bitte. Erstmal ganz ehrlich. Damals war die deutsche Mannschaft dafür bekannt, 0-2 Rückstände aufzuholen. Gegen Estland beim 3-0-Sieg auswärts. Da hat Emre Can nach einer guten Viertelstunde eine rote Karte gesehen. Und Estland war zugegebenerweise, das ist meine Ansicht der Dinge, Estland war in der ersten Hälfte durchaus besser und es hätte mich nicht gewundert, wenn Estland zur Halbzeit geführt hätte. Naja, da muss man aber auch sagen, Ilkay Gündoğan hat mit seinem Doppelpack dann natürlich den Unterschied gemacht und Deutschland hat es dann trotzdem 3-0 gewonnen. Klar, das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen doof dahergesagt an. Man hat sich ja trotzdem souverän als Gruppenzweiter qualifiziert. Ja, aber tja, es gibt trotzdem mal halt diese viele Kritik um Jogi Löw, dass jetzt endlich mal ein neuer Nationaltrainer ran muss. Und ja. Und ich möchte da auch mal ein bisschen an Hansi Flick bei Bayern München mal erinnern. Seitdem Niko Kovac bei Bayern München weg ist und Flick jetzt wirklich sozusagen das volle Kommando hat, spielt Bayern wirklich gut. Die haben auswärts bei Chelsea 3-0 gewonnen, stehen so gut wie in der nächsten Runde. Aber ob das alles noch fertig gespielt wird, steht natürlich auch noch im Raum. Aber natürlich, man kann jetzt nicht wissen, wie es am Ende der Saison aussieht. Obwohl ich könnte Flick schon ein, zwei weitere Saisons durchaus beim FC Bayern zutrauen. Und naja, ich würde Hansi Flick auch sogar als einen nächsten Nationaltrainer zugegebenermaßen sogar sehen. Weil die Bayern sind, finde ich, zurzeit auch ziemlich stark. Aber trotzdem ist es ja so, dass die Bundesliga auch so ein bisschen den Anschluss zu verlieren scheint an die restlichen europäischen Ligen. Weil, wenn man mal so ein bisschen durch die Zeit überlegt, wenn man mal bis in die 90er zurückdenkt, in den 90ern und Anfang der 2000er war die Serie A in Italien sehr stark. Dann kam die La Liga mit Barcelona und Real, die dazwischen noch gegrätscht haben mit ein paar Champions League-Titeln. Dann kam 2006 sogar Arsenal dazu, die sind ins Champions League-Finale gekommen, aber haben durch Tore von Henrik, haben aber dann durch Tore spät im Spiel dann noch verloren, wo ein völlig unbekannter Giuliano Belletti das 2:1 erzielt hat und der es danach selbst kaum glauben konnte, was der da für ein Tor erzielt hat. Und ja, dann kam halt, wie gesagt, La Liga mit Real Madrid, die dreimal hintereinander die Champions League gewonnen haben, mit MSN, Messi, Neymar, Suarez, die alles auseinandergebombt haben und 2015 in Berlin die Champions League gewonnen haben. Und dann ist jetzt mittlerweile auch klar, dass die Premier League und England halt die ganze Macht auf europäischem Boden von La Liga halt erben werden. Wenn man dann jetzt nochmal bedenkt, wie Liverpool die Champions League gewonnen haben. Wie Liverpool die Champions League gewonnen hat. Die haben die Club-WM gewonnen. Zwar waren das manchmal auch nur so recht knappe Ergebnisse. Klar, jetzt in diesem Jahr ist Liverpool so ein bisschen am Straucheln, ja. Aber ich finde, wenn, tja, das ist auch wieder so ein Prozess, wie das aussieht halt mit der Liga. Ob jetzt Liverpool der Titel anerkannt wird oder nicht, aber naja, da muss man auch halt erstmal gucken, wie das alles endet, weil ich weiß das jetzt natürlich alles auch noch nicht. Da kann sich alles ändern.
Und ja, das war es mal soweit von diesem Video. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.